Ich bin optimistisch, Iniesta hier vorstellen zu können, sagte Gong Daxing der chinesischen Staatsagentur Xinhua. Gong ist Vorsitzender des Hauptsponsors SWM Motors des Erstligaklubs Chongqing Dangdai Lifan, zu dem der Barca-Kapitän wechseln soll. Der Verein selbst äußerte sich nicht zu dem Transfer. Iniesta soll seinen Abschied laut Medienberichten nach dem spanischen Pokalfinale am Samstagabend gegen den FC Sevilla 21:30 Uhr bekannt geben. Iniesta entstammt Barcas berühmter Talenteschmiede La Masia und spielt seit über 15 Jahren für die Profimannschaft. Im vergangenen Sommer unterschrieb er einen Vertrag auf Lebenszeit. Angeblich soll auch sein Weingut eine Schlüsselrolle beim bevorstehenden Abschied spielen. Die Bodega Iniesta erhoffe sich durch den Wechsel einen jährlichen Absatz von 2 Millionen Flaschen auf dem chinesischen Markt, mehr als in Spanien. Dies berichteten zuletzt spanische Medien. Für den wenig bekannten Super League-Club Chongqing wäre die Verpflichtung des Weltmeisters von 2010 ein großer Coup. Derzeit liegt der Verein, bei dem der frühere Bremer Bundesliga-Torschützenkönig Ailton 2009 ein Gastspiel gab, auf dem 4. Tabellenplatz. Der bislang größte Erfolg gelang dem Club im Jahr 2000 mit dem Gewinn des chinesischen Verbandspokals.